Welches Gerät stellen wir heute vor? Wie man unschwer erkennen kann, einen Rasenmäher von Makita, natürlich. Das ist der DLM 431. Der hat zwei 18 Volt Akkus drin, hier drunter unter dem Deckel, also ein 36 Volt Gerät. Hat eine Schnitthöhe, hier kann man es ganz gut erkennen, 20 bis 75 mm. Hat eine Füllstandsanzeige, die ist hier zu sehen. Wenn die Luft rauskommt, wird der Füllstand angezeigt, also heißt im Grunde so viel wie, wenn es voll ist, bleibt zu. Was hat er außerdem? Er hat eine 43 cm Schnittbreite, so wie natürlich der Name schon verrät, 431. Der Fangkorb hat ein Gesamtvolumen von 50 Litern. Der Motor dreht mit 3600 Umdrehungen und das ganze Ding wiegt alles in allem 18 Kilo mit zwei Akkus. Außerdem hat er eine Ladeanzeige, also eine Akkustandsanzeige, die kann man hier sehen. Hier wird der Akkuladestand angezeigt. Den werde ich dann gleich im Garten bei der Anwendung mal zeigen, wie der funktioniert. Dann wird behauptet, dass der Holm höhenverstellbar ist. Hier unten ist nichts höhenverstellbar, also jedenfalls hätte ich keine Möglichkeit gefunden, hier die Höhe zu verstellen, also dieser Holm. Das Einzige, was höhenverstellbar ist, ist offensichtlich hier diese zwei Löcher. Das heißt, man kann den Holm ein klein wenig weiter reinmachen, sodass der Rasenmäher oder der Griff um, naja, ich würde sagen, 4-5 cm weiter runterkommt. Aber das ist das Einzige, was ich hier gefunden habe an Höhenverstellung. Ansonsten hat er eine elektronische Bremse, wie man dann auch im Live-Video ganz gut erkennen kann. Und eine neue Technologie, die kürzlich immer mehr eingeführt wird in immer mehr Geräten von Makita, und zwar die XPT, eine Extreme Protection Technology. Heißt so viel wie, dass er gegen Staub und Spritzwasser und Schmutz geschützt ist. Also fraglich sind so Dinge wie, dass dieser Lappen hier ist zum Beispiel so, für mich ist das kein Staub- und Spritzwasserschutz, weil wenn da was reinläuft, da sind die Akkus drunter, ist schon etwas schwierig. Ja. Was hat er noch? Einen Diebstahlschutz. Und zwar diesen kleinen Schlüssel hier. Dieser kleine Schlüssel, der ist nicht individuell je Rasenmäher, sondern eigentlich nur so eine kleine Sperre, dass das Ding nicht versehentlich verwendet wird. Erstens von Kindern und zweitens, wenn es geklaut wird, dann kann man damit ja zumindest nicht so schnell sehr viel anfangen. Na klar kann man das überbrücken, ja. Aber den sollte man eigentlich immer rausziehen, bevor man damit arbeitet. Steht doch so in der Anleitung drin. Ich lasse ihn meistens drin. So, wie setzt man die Akkus ein? Wir haben hier schon mal eines. Und hier noch eines. Akkus drin, zugeklappt. Die Klappe ist fix. Dazu gibt es den kleinen Hebel hier unten. Ja, so sieht er aus. Was ist im Lieferumfang enthalten? Zunächst mal den Rasenmäher selbst. Dann diesen wunderbaren 17er Sechskantschlüssel. Wobei ich den ehrlich gesagt, man kann ihn verwenden, ja. Ich habe mir extra auch hierher gelegt, meinen kleinen Schlagschrauber mit einer 17er Nuss. Der ist dafür da, das Messer zu wechseln bzw. das Messer rauszunehmen. Das ist das Einzige, was da quasi mitgeliefert wird. Und natürlich der Fangkorb und das Messer ist halt mit dran. Ein kleiner Vergleich zu einem anderen Rasenmäher. Der andere Rasenmäher, der gerade noch online zu finden ist bei Makita, ist der DLM 380. Der verrät schon,
auch am Namen 380, dass er eine 38 cm Schnittbreite hat. Hat eine Schnitthöhe ebenso fast gleich von 25 bis 75 mm. Hat einen gewissen Vorteil gegenüber dem hier. Hier sind ja die einfach nur so Schrauben dran, um diesen Holm irgendwie zu bewegen. Und der 380er hat hier wohl einen Schnellspannhebel, sodass man den schneller einklappen kann. Also das hätten sie durchaus hier wahrscheinlich auch machen können. Weiß ich nicht, ob sie sich da einfach was sparen wollten. Der Fangkorb vom 380er hat nur 40 Liter. Der wiegt in Summe dann 15 Kilo im Vergleich zu diesen hier 18 Kilo. Kommen wir mal zur Anwendung. Hier zeige ich euch erstmal ein kurzes Video, wie der Rasenmäher, ja, wie er funktioniert, wie er läuft, beziehungsweise auch wie man ihn anmacht und wie die Akkufüllstandsanzeige aussieht. So, jetzt zeige ich euch mal, wie beim Rasenmäher die Akkus eingesetzt werden, die Höhenverstellung funktioniert und wie er dann anspringt. Folgendermaßen, hier vorne kommen die Akkus rein. Hier ist noch so ein Sicherheitsschalter, ohne den dieser Mäher nicht funktioniert, der muss immer drin stecken. Hier ist die Höhenverstellung von 20 mm auf 75 mm ist alles dabei. Wir machen jetzt mal 20 mm. Ja, hier kann man draufdrücken, kann man schauen, wie voll die Akkus sind. Genau, da sieht man dann, eins ist schon fast leer. Also schauen wir mal, ob es funktioniert. Und anmachen tut man wie folgt. Knopf drücken, Hebel ziehen. Und dann kommt er an. Ja, man kann schon erkennen, dass die Akkus fast leer sind. Aber er mäht trotzdem noch wunderbar auf 20 mm. Man sieht es, er hebt die Blätter mit auf. Ja. Genau, jetzt schauen wir mal hier rein. Ja, wenn das Gras natürlich ein bisschen trockener ist, dann fliegt es bis ganz nach hinten. Also man sollte immer mähen, wenn es trocken ist. Ich habe dann natürlich auch noch einen Live-Test gemacht. Das heißt, ich habe mir zwei volle 5 Ampere Akkus rausgenommen, also wirklich vollgeladen, frisch aufgeladen und habe damit dann eine Rasenfläche von ca. 300 bis 400 Quadratmetern gemäht und habe mit diesen zwei 5 Ampere Akkus genau 22 Minuten aktiv arbeiten können, bevor sie leer waren. Das heißt also, so wie das Makita suggeriert, dass es um die 20 Minuten sind, das funktioniert schon. Vielleicht zu den äußerlichen Bedingungen, man hat es auch in dem Video kurz gesehen, das Gras war relativ nass, relativ feucht, nicht sehr hoch, aber trotzdem habe ich eben den gesamten Rasen auf 20 mm geschnitten. Musste eben auch ein paar Mal natürlich den Fangkorb wechseln, aber diese Wechselzeit vom Fangkorb habe ich nicht mit einberechnet in die 22 Minuten, die ich den benutzt habe. So, ein paar Dinge sind mir dann natürlich noch aufgefallen, als ich den Rasen gemäht habe, damit die Räder sind beispielsweise ziemlich klein. Die könnten durchaus einen Tick größer sein, sind vielleicht auch ein wenig schmal, mit so ungefähr 4 cm. Man sieht, dass er bei einer 20 mm Einstellung sehr knapp über dem Boden ist. Und im vorderen Bereich kann man natürlich auch erkennen, dass er, sagen wir mal, wenn weicher Boden ist, dann bleibt er auf jeden Fall relativ schnell hängen. Das heißt, man muss sich hier überlegen, wenn man wirklich eine gerade, glatte Rasenfläche hat, dann kann man mit 20 mm schneiden. Ansonsten sollte man vielleicht ein bisschen höher einstellen. Da sowieso als Tipp, auch von Makita, sollte man wirklich mal hohes Gras haben, ist empfohlen, in zwei Schritten zu mähen. Heißt so viel wie,
zuerst mal mit einer etwas höheren Schnitthöhe zu mähen und danach nochmal mit einer anderen Schnitthöhe, also mit einer tieferen Schnitthöhe. Was mir natürlich noch aufgefallen ist, was einigermaßen unangenehm ist, ist, dieser Fangkorb hier ist schwer anzubringen. Also, diese Halterung, die hier so dran ist, man erkennt sie hier vielleicht ganz gut. Genau. Dieses komische Konstrukt, was hier an der Seite dran ist, ich habe im Übrigen hier schon eine kleine Modifikation gemacht, die werde ich dann in einem anderen Video auch noch kurz vorstellen. Der Fangkorb lässt sich irgendwie schwer einhängen. Also der passt rechts und links nicht ran. Man muss den relativ umständlich ranmachen. Die Klappe hier hat keinen vernünftigen Griff. Man muss hier immer drunter fassen. Soweit zur Anwendung. Da habe ich mir schon ein paar Modifikationen einfallen lassen, die ich an diesen Dingen auf jeden Fall noch vornehmen muss. Mit dem Risiko, dass dadurch die Garantie möglicherweise verfällt, sagen wir mal so. Schauen wir uns vielleicht mal noch das Messer an, unten drunter. Also, man sieht, es ist alles aus Plastik da drunten, alles aus Kunststoff. Das Messer nach den 300-400 Quadratmetern sieht so aus. Ja, man kann es schon erkennen. Ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Zu dem Messer habe ich mich noch ein bisschen mit befasst, werde ich auch gleich noch was dazu sagen. Das hat eben nur 2 mm, aber schauen wir uns das erstmal an, wie wir drunter nehmen können. Man kann versuchen, hier diesen komischen Schlüssel zu verwenden. Dann muss man das Messer natürlich festhalten und ähnliches und muss dann hier versuchen zu wuchten und zu drehen und zu machen. Ich verwende meistens meinen kleinen Schlagschrauber dafür. Der braucht nur ganz kurz und schon ist das Messer ab. Was gibt es zu dem Messer zu sagen? Ist 2 mm dicker Stahl. Die Flügel sind nicht unbedingt so richtig schön gebogen. Das heißt, ich glaube, er könnte besser werfen, wenn die Flügel ein wenig mehr gebogen wären. Das wäre zum Beispiel was, was ich durchaus verändern würde. Zu der Aufhängung, also dieses Loch hier, ihr könnt es auch mal ganz kurz messen, hat einen Durchmesser von, also die Kante 24 mm, das Loch ist knapp 25 mm. Genau, 25 mm ist dieses Loch stark. So ist es aufgehangen. Dieses Messer kostet als Ersatzteil, im Übrigen habe ich schon gleich mal geschaut, ca. 16 Euro aufwärts. 16 bis 30 Euro, 15 bis 30 Euro kann man das schon bekommen. Machen wir das Ganze wieder ran. Was mir noch aufgefallen ist hier offensichtlich zum Mulchen, wenn ich das richtig verstehe, muss man zum Mulchen, das heißt, wenn man das Gras liegen lassen will, hier hinten diese kleine Plastikding rausschrauben oder so. So wirft er dann nicht in den Korb, sondern lässt es hier hinten fallen. Diese Klappe leider, die hier dran ist, wenn man den Korb mal runter nimmt, wir nehmen ihn mal runter hier, die Klappe, man kann es hier sehen, lässt nicht viel Luft. Normalerweise müsste es so ein bisschen auf sein oder ähnliches, damit es dann hinten rausfliegen kann. Also so ist es zum Beispiel bei normalen Rasenmähern gelöst, zum Beispiel von Wolf, den man im Hintergrund vielleicht schon gesehen hat. Das wäre was sicherlich verbesserungswürdig ist und was ich in dem anderen Video dann durchaus auch mal als Live-Mod zeigen möchte, wie ich mir den Rasenmäher verändere, damit er auf jeden Fall anwendbar ist. So, zusammenfassend zu dem Ding sei Folgendes zu sagen. Gekauft habe ich ihn mir deswegen, ganz einfach, wie ich es auch schon in einem anderen Video gesagt habe, ich stehe auf Makita. Der Benzinrasenmäher ist mir einfach ein Tick zu laut und
Da ich sowieso einige von den Akkus habe, also in Summe mehr als 8 Stück, ist es durchaus was Einfaches, diesen Rasenmäher auch direkt anzuwenden. Mal abgesehen davon war er gerade irgendwo im Angebot und dann habe ich mir den zugelegt. Also wie gesagt, er ist ein bisschen leiser. Mit ein paar Modifikationen ist er auch wirklich angenehm zu verwenden. Schaut euch das Video an, welche Modifikationen ich da dran vornehme. Wichtig als Hinweis auf jeden Fall, man sollte immer 4 volle Akkus haben. Wie bei jedem 18x2 Gerät, also bei jedem 36 Volt Gerät von Makita, empfiehlt es sich immer 2 gleich volle Akkus einzustecken. Weil wenn eines kommt, das heißt, wenn eines leer ist und man dann das eine austauscht gegen ein volles, kann man die Uhr danach stellen, nach 3 Minuten kommt der andere auch. Das heißt also, man sollte immer 2 volle Akkus reinmachen und wenn eins davon leer ist, nimmt man beide raus, packt sie ins Ladegerät und packt 2 volle rein. Deswegen sollte man immer, wenn man anfängt zu mähen und damit rechnet, mehr als eine halbe Stunde zu mähen, sollte man 4 volle Akkus auf jeden Fall da haben. Was schön wäre bei dem Ding und durchaus sicherlich möglich, also das ist aber eine Sache, die Makita sich überlegen muss, ein Antrieb wäre nicht verkehrt. Wenn die hinteren Räder mit angetrieben werden könnten, wäre das sicherlich noch was unheimlich Schönes und könnte noch ein bisschen zur Ergonomie und zu dem ganzen Gerät oder zur Verbesserung des ganzen Gerätes beitragen. Die beiden Modelle, von denen ich jetzt gesprochen habe, der 380er oder der 431er, sind grundsätzlich beide vergleichbar. Also der wesentliche Unterschied ist im Grunde nur die Schnittbreite. Wenn man ein bisschen größere Flächen zu bearbeiten hat, ist der 431er sicherlich eine Empfehlung. Nachteil, wie ich es auch schon erwähnt habe, ist das Messer. Das ist nur 2 mm stark. Die meisten anderen Messer sind mindestens 3 mm stark und haben eben auch eine schönere Form. Also alles in allem, ich werde ihn verwenden. Der Wolf Benzinrasenmäher kommt in jedem Fall weg, ob ich den nun verschenke oder noch verkaufe oder ähnliches. Man muss nicht immer rennen nach Benzin, man muss nicht immer einen Ölwechsel machen und solche Dinge. Das ist der große Vorteil von diesem Elektrorasenmäher gegenüber dem Benzinrasenmäher. Ansonsten schaut euch das nächste Video an, wo ich ein paar Live-Mods mache. Also wie gesagt, Verbesserung der Handlichkeit oder der Handelbarkeit. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video.